Hallo, herzlich willkommen YouTuber und Commander Krieger und herzlich willkommen hier zum Pack-Opening, zum 1000 Euro, zu dem 1000 Euro Pack-Opening. Das ist das Pack-Opening, wo man Messi ziehen kann in der, im 23. Pack. Da oben ist der charismatische Mann. Ich habe mir gerade den Kollegen Paul hier gegönnt für 365.000. 4 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Spezialbewegung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier aufbauen werde. Habe ich momentan noch keine Ahnung. Hatte ich Uni noch drin stehen oder hier Ada Turan. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, wie ich das so mit Messi kombiniere. Momentan hat halt Messi eine 7er Wertung und der Cech, wenn ich das hier jetzt austausche, dann habe ich überall eine 10. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Da bin ich noch recht offen. Muss ich mal schauen. Was mir hier halt so ein bisschen missfällt, 1,77 ist jetzt nicht so das Kopfballstark. Ich hätte schon gerne eher einen Pogba in der Mitte. Mit 1,91 ist der halt so im Mittelfeld wesentlich kopfballstärker. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Griezmann wurde mir auch schon vorgeschlagen, dass ich den hier hinpacken soll. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht kommt da noch ein anderer Kollege hin. So, wir gehen aber erstmal weiter und verklatschen den nächsten Fuffi. Und Monte hat durchgezogen. Monte ist schon im Bettchen. Und dafür nehmen wir jetzt den Danny mit hier ins Spielchen. Oh, hallo, ich bin auch da. Ja, moin. Ja, moin. Danny momentan leider nur auf der Zuschauerseite. Danny spart momentan noch die Coins. Macht mir aber gar nichts, Freunde. Bin ich ja absolut, bin ich ja absolut gelassen, was das angeht. Also man muss sagen, in der Zeit, wenn dieses Video kommt, dann hast du schon dein Team fertig. Gut. Davon gehe ich mal aus, hoffe ich. Du hast auch schon das Darlehen, beziehungsweise Darlehen eher nicht, eher den Kredit aufgenommen. Aber vielleicht habe ich auch schon das dritte Team fertig. Oh, ja, 3 Teams habe ich auch. Stream ist wieder aus. Ja, aber die Aufnahme läuft. Das ist mir Wumpe. Aufnahme hat Vorrang. Momentan buggt halt Twitch ein bisschen rum. Wäre ich dir sehr zu Dank verbunden, wenn du das gleich mal so reinschreiben könntest. Ja, mach ich. So, Transferliste müsste ich gleich mal leeren. Ich habe jetzt 97 Spieler auf der Transferliste. Was auch geil ist, ich habe von 97 Plätzen 100. So steht es zumindest da. So, was haben wir hier? Den Ganso. 35 Pace. Und 35 Pace. Echt ekelhaft. So, Barcelona-Wappen, das kann man verkloppen. Dumbia, den kann man verkloppen. Dumbia, die Welt hatte. Du kannst am Transfermarkt nachschauen, warte, ich gehe eben drauf. Ich sehe schon. Weil ich verkaufe auch gerade die ganzen Spieler aus dem Verein, also ich mache gerade so den Transfermarkt leer. Also hier alles Mögliche haue ich jetzt gerade weg, was ich halt eben in den Verein gepackt habe. Weil, sagen wir ganz ehrlich, ich mache keine, wie hieß die Scheiß-Challenge? Pack-Challenge? Ja, da diese Squad-Builder-Challenge. Da gibt es Leute, die darauf Bock haben. Ich habe darauf keinen Bock. So, das hier wird gerade alles verkloppt. Für ein paar Coins. Ich muss ehrlich sagen, ich denke, ich finde das BVB-Trikot finde ich ziemlich cool. Es sieht ziemlich geil aus. Mal sagen. So, Milik ist nicht weggegangen, der Inform. Dann packen wir den erstmal nochmal in den Verein. Weil für 10k ist er mir auf jeden Fall ein bisschen zu wertvoll, um den abzustoßen. Ich glaube, da kann man dann nochmal vielleicht später irgendwie ein bisschen mehr rausholen. So. Was für ein Team möchtest du denn aufbauen? Du hast ja schon mit Monte heute ein bisschen drüber gequatscht. Welche Richtung soll es bei dir gehen? Ich bin sehr, sehr unschlüssig. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Bundesliga irgendwie. Weiß nicht, hast du mich wahrscheinlich auch noch nicht oft mit gesehen mit Bundesliga oder fast gar nicht, ne? Also, ist mal was Neues und Lewandowski habe ich Bock drauf, halt auch viel Luft nach oben. Einfach Ribéry, Robben, Neuer, Boateng, also. Glaubst du wirklich, dass Ribéry es macht? Also, ich würde da eher. Nee, Ribéry habe ich auch keinen Bock drauf, aber ist ja trotzdem ein Name, der mir gefällt. Ich würde eher auf Reus setzen. Wo ist da? Welche Position? Linker Flügel. Achso, gut, guck mal, da fällt Ribéry sogar raus, super. Reus. Müller so, hat man dann auch Müller noch. Müller, also hast du auch eine Option immer noch? Schon stark eigentlich, schon sehr, sehr, sehr stark. Hummels noch in Verteidigung auch. Boateng. Boateng, Hummels, oh, das ist schon Neuer. Lahm.
Ja, Lahm würde ich nicht nehmen. Lahm finde ich, mag ich am Pfosten nicht. Pisscheck ist da so Pisscheck, der. Oder da hast du mir auch schon ein paar richtige Dinger mit dem reingedrückt. Ja, oder halt Barclays, ne? Premier League so. Pogba, Ibra. Schon schmackhaft. Da ist die Frage, ob ich hier solchen Ranz hier auf den Transfermarkt hauen soll. Gut, ich habe jetzt eine Menge weggeballert. Und wenn der Transfermarkt jetzt nicht so voll wäre, würde ich auf jeden Fall mehr raufhauen. So, da haben wir mal ein Kilo. Mal meinen Verein, genau wie die anderen Scheiß hier. Wenn es bei mir auf jeden Fall finanziell hart werden würde, kann ich auf jeden Fall genug die Verträge abstoßen. Der erzählt von Spielern, für die der Typ erstmal eine Mille braucht. Wie viel hast du vor zu investieren? Boah, ich denke, also erstmal 220 habe ich jetzt so gedacht. Okay. Erstmal 100 und dann. Aber erstmal 100 gucken, wie es läuft. Und Aubameyang dürfen wir nicht vergessen, ne? Bundesliga. Da dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber irgendwo muss er ja auch ein Limit sitzen. Ja, aber absolut viel Luft nach oben da. Auch sehr, sehr nice, habe ich Bock drauf. Was ist eigentlich mit Ramos passiert? Ist der noch nice? Dragovic, Ramos 78er Wertung. Und der ist runtergegangen, ne? Mhm. Gar nicht mal so schlechte Werte, Dragovic. Kalou packe ich mir auch mal mit rein. Ich meine, mein Bundesliga-Team ist noch recht im Aufbau. Aber kann man einfach mal mitnehmen. Ne? Kann man ja mal mitnehmen. Dann schauen wir einfach mal, was da passiert. So, lang kein Feuermerk mehr gehabt. Mont hat mir diesbezüglich nicht so viel Glück gebracht. Valdes, der Victor. Und ich finde es echt scheiße, dass die Bilder nicht hochauflösend sind. Muss ich echt mich drüber aufregen. Gar nichts. Gut, was heißt gar nichts? Gar nichts. Dim, dim, dim. Pastore. 85er Pastore gezogen. Schön. Der ist doch ein Müdentaler wert. Was haben wir für dich? 6, 7... Aber nicht echt so wenig? Ja gut, ich glaube, der wird auf jeden Fall noch steigen. Preis ist eigentlich recht niedrig gerade, ne? Oder so, ja. Ich finde besonders im Vergleich zum alten FIFA zum Start auf jeden Fall sehr, sehr niedrig. Ja, also Pastore, glaube ich, der wird noch mal steigen. Den packe ich erstmal in den Verein. Weil für 3K ein 85er. Zumal gerade Ligue 1. Gut, Ligue 1 ist natürlich, muss man auch sagen, jetzt eine Menge Abgänge haben sie verzeichnet. Wer will die jetzt noch spielen ohne Ibra? Ist ja, pass auf, aber ohne Ibra gibt trotzdem halt. Ja, Silva. Ja, gibt halt schon ein paar interessante, aber jetzt. Kassaif. Ohne Scheiß, Juventus Turin läuft auf jeden Fall. Scheiße, die Fitnesskarte. Ah, so verwirft man kleine Coins, ne? So. Der Carillo. Ist er auch immer und immer wieder. Der Guzman. Der Guzman. Legendäre Geschichte, Alter, die Scheiße. Oh ja, der Guzman. Möchtest du sie erzählen, die Guzman-Story? Ja, erzähl du sie mal. Es gab damals einen werten Kollegen von uns, der hieß Der Füssel. Der Füssel hat sich zu seiner Anfangs- und Hauptzeit auf YouTube auf FIFA-Videos fokussiert und konzentriert. Ich bin der Meinung, wenn der Typ weiter mit YouTube gemacht hätte und nicht in die LOL-Sucht verfallen wäre, wäre er heute einer der großen FIFA-Streamer oder FIFA-YouTuber auf jeden Fall. Geworden. Hatte eine witzige Art, eine witzige, coole... war gut drauf. Und Füssel hat anfangs sehr viele
ja, viele Tipps gegeben, wie man halt in FIFA Coins machen kann. Unter anderem kam er dann auf die glorreiche Idee, einem, wie soll ich mal sagen, einem leichtgläubigen und sehr naiven Kollegen, nennen wir ihn einfach mal X-Der glaubt alles, zu signalisieren, hey, pass auf, da gibt es einen Spieler, der wird richtig viel wert, der wird richtig abgehen, der wird richtig scheppern ohne Ende. Und dieser Spieler hieß De Guzman. Früher noch Silberspieler gewesen. War es Silber? Ja, früher war er noch Silber. Okay. Wollte ich investieren. Ich wollte den Markt, ich wollte den Guzman-Markt beherrschen. Und man muss sagen, Danny hatte wirklich auch eine Menge Coins zu dem Zeitpunkt. Danny hat damals schon die gute Methode des Abstoßens beherrscht und des Investierens und hatte auch ordentlich Kohle. Also der hatte jetzt... Ich habe 300k, glaube ich, in das ganze Projekt investiert. Und das war alles, was ich hatte. Und Fessel kann man, ey, pass auf, hab da eine mega Idee. De Guzman, der wird steigen. Der wird richtig, der wird nicht nur ein bisschen steigen. Der ist heftig. Den kannst du nur hier so kombinieren in der Liga und nur das und nur dieses und hast nicht gesehen. Und hat uns damit versucht zu betratschern. Pricefix hieß das Ganze, stimmt. Genau, es war ein Pricefix. Das heißt, man hat Spieler vom Markt gekauft und hat dann diesen Spieler für einen teureren Wert wieder auf den Platz gestellt. Also ich habe quasi alle Spieler, alle De Guzmans auf dem Markt aufgekauft. Genau, und hat sie einen teurer aufgekauft. Ja gut, das Projekt hat Danny 300k gekostet und ging ein bisschen nach hinten los. De Guzman. Wie hieß denn der andere Spieler? Der hatte ja noch einen, wo der Robert dann noch mit eingestiegen ist. Ich glaube, es war irgendein Informer, irgendein billiger Informer. Ja, ich war, wie... War es nicht in Australien? Ich weiß nicht genau, wer das war, kann ich... Ich weiß es auch nicht mehr. Wieder Shahin. Das war so geil. Und die Aktion war der Hammer. Und Danny jeden Tag, ey, was ist mit dem De Guzman? Ja, Danny, ruhig. Das braucht Weile. Das ist ein günstiger Rabaumarkt, ja, da musst du die kaufen. Absolutes Verlustgeschäft. Aber richtig, absolut. Das muss man mit Goldspielen machen. Und dieses Jahr werde ich das vielleicht echt mal machen. Vielleicht sogar als Video, ein Pricefix. Das schaffst du nicht. Doch, mal bei irgendeinem teuren, Alter. Nein, das schaffst du. Wie, pass auf, du kannst dir das gar nicht leisten. Mit 1 Million Coins, wenn ich irgendwie 1 Million Coins habe, mache ich einen Pricefix, Leute. Mit Pricefix, kommt die Ankündigung. Der legendäre Pricefix. Schwörst du es? Wenn du 1 Million Coins hast, dass du es machst? Ich werde einen Pricefix bei FIFA zu machen. Sag ich dir, ich werde es probieren. Einen riesigen Pricefix. Bei irgendeinem Spieler. Machst du so einen Mega-Weight, oder was? Ja. Alle Messis kaufe ich auf. Also klar, wenn du die Coins hättest für alle Messis, damit könntest du es machen. Stell dir mal vor, du wärst so ein Laden, so ein Coin-Laden und würdest das wirklich machen. Darüber könntest du als Coin-Laden, glaube ich, die Gewinne haben. Oder reinholen. Brauchst du nicht irgendwo in Asien irgendwelche kleinen Kinder irgendwie mit den Playstations an und ausschicken? Ich glaube, das könnte man machen. Vielleicht war aber das der Punkt, dass der Fessel niedergeschmettert war. Dass der Fessel frustriert war. Dass er gesagt hat, die Zeit mit YouTube ist vorbei. Das kann gut sein. Der Fessel hatte den Kram, den die ganzen Leute heute machen, hat er schon früher gemacht. Cool zusammengeschnitten, dies, das. Reh hat sich auch schon das 700. Mal. Aber auch nicht schlecht. 4 Sterne schwacher Fuß. Der geht auf jeden Fall, sollte er für solides Geld weggehen. Für einen guten Euro. Valencia. Bam.
Sodale. Momentan gibt es ein paar Probleme. Bei Twitch zumindest. Der geht andauernd an und aus, der Stream. Twitch hat da gerade momentan ein paar Probleme. Für die Leute auch die Frage, warum ich auf Twitch streame. Ich habe damals ja auf Hitbox gestreamt. Das war auch eine schöne Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Aber ich habe damals das Angebot bekommen, möchtest du bei Hitbox streamen? Und Twitch hat mir nicht gefallen. Das war 2011 kam die Anfrage. Nee, gar nicht wahr. Oh, Max Kluse. 85. Wann war das? 2013? 2013, glaube ich. 2012, 2013 kam die Anfrage. Ob ich Bock hätte, bei Hitbox zu streamen. Twitch hat mir nicht gefallen. Und auf Twitch gab es damals noch keine großen. Ich war damals mit einer der... Ich war der größte deutsche Twitch-Streamer. Damals. Beziehungsweise ich habe damals ungern gestreamt. Wen gab es noch? Danny, weißt du das noch? Wo? Auf Twitch damals. So die Anfangszeiten. Das hab ich gar nicht auf dem Schirm, Twitch. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte, wie ist die andere Scheiße früher? Owned. Da warst du auch groß, ey. Ja, mit Owned hat's angefangen. Owned hat's angefangen, da bin ich rübergegangen zu Twitch. Das hat mir aber nicht gefallen. Der Chat hat mir nicht gefallen. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. So, jetzt haben wir ein Problem hier, Freunde. Ich muss Lalana schnell verkaufen. Was ich ziemlich schade finde, weil der hat 5 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Der ist auf jeden Fall gut. Aber ich kann jetzt nicht den Transfermarkt leer machen. Fuck! Das stört mich, dass ich den jetzt abstoßen muss. Ich weiß zwar nicht, wie viel der wert ist. Aber das schmiert mir gerade so. Zumal ich hätte den Platz gehabt. So, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, ey, hör mal zu. Zumal Owned mir immer noch von damals, ich habe damals wenn ein Unternehmen insolvent anmeldet, dann gehst du halt hin und sagst so, ey, pass auf, ich habe noch Anspruch. Das heißt, ich bekomme immer noch von Owned Kohle. Ich bekomme von Owned noch, ich glaube, 3.800 Euro. Die werde ich nie mehr in meinem Leben wiedersehen. Aber dann würde ich immer wieder mal anklopfen, ey. Ja, wo willst du denn anklopfen? Das Ganze ist beim Gerichtsvollzieher. So, und sobald die Kohle haben, kriege ich Kohle. Aber die werden, die haben die Finger gehoben. Die werden zu Hause auflauern. die werden 7 Jahre werden die kein Einkommen haben und dann nach 7 Jahren drauf geschissen. Nee, nach 7 Jahren stehe ich auf der Matte. Hallo! Hier, Freunde, ist der Schuldschein. X der Schuldschein. So, und wie gesagt, Twitch hat mir keinen Bock gemacht und dann kam halt Hitbox. Und Hitbox hat mir am ersten Blick echt gut gefallen. Und hab da halt gesagt, so, hey, wie sieht's aus? Pack den jetzt erstmal in den Verein, auch wenn ich den eigentlich direkt verkaufen will. Twitch hat mir gefallen. Oder Hitbox hat mir gefallen. Ich hab gesagt, gut, alles klar, warum nicht? Daraufhin habe ich dann einen 2-Jahres-Vertrag bei Hitbox unterzeichnet, was ich auch nicht mehr machen würde. Was mir definitiv so ein bisschen gezeigt hat, so hey, alles klar, solltest du mal besser lassen. Ja, und dann war ich halt 2 Jahre bei Hitbox, habe mich damit selber auch, muss man sagen, ins Abseits geschossen. Ich habe ehrlich gedacht, dass Hitbox große Schritte macht, dass Hitbox hingeht und Leuten Angebote schreibt und sagt so, ey, kommt zu uns, spielt bei uns, streamt bei uns und dass da mal auch was weiß ich, keine Ahnung, 4-5-stellige Summen fließen. Davon bin ich ausgegangen. Da hätte man auch vielleicht mal diskutieren können. Dass dieses Geld jetzt in den französischen und polnischen Raum fließt, gut, alles klar. Also der Schwerpunkt, auf den sie sich festgelegt haben. Aber naja, machst du nix. So. Und, naja, von daher, schade. Wie gesagt, es war trotzdem eine schöne Zeit.
Twitch hat sich verändert. Ich meine, gerade nachdem ich nach Hitbox gegangen bin, hat Gronkh angefangen auf Twitch anfangen zu streamen, was natürlich dann auch schon mal ein Riesenschritt ist. Wenn du jemanden hast wie Gronkh, der auf Twitch streamt. Damals gab es noch nicht Rocket Beans oder Pete's Meat, die haben alle noch nicht gestreamt. Gronkh war so der Erste, der wieder so den Schritt in die Richtung gemacht hat. Und hätte man einem Gronkh beispielsweise gesagt, ey, pass mal auf hier, wir bieten dir das und das und das und das und das und wir bieten dir die Möglichkeit an, das hätte echt, glaube ich, viel gebracht. Und wurde nicht gemacht. Das packe ich noch in den Verein. Das wurde halt nicht gemacht und ja, dann stehst du halt im Abseits. So, nachdem dann mein Vertrag ausgelaufen ist, habe ich gekündigt, einfach damit ich frei bin, damit ich überlegen kann, hey, wo gehe ich hin, was mache ich, was tue ich, wo führt mich meine Reise hin? Sagen wir mal ganz ehrlich, ich wollte am liebsten auf allen drei Plattformen streamen. Ich wollte auf YouTube streamen, wo man halt mit einer mega geilen Bandbreite streamen kann. Gut, dort hast du halt andere Nachteile. Du kannst keine Subs einrichten, du hast einen sehr miesen Chat, du hast keine vernünftigen Moderatoren. Der Chat, den kannst du nicht irgendwie vernünftig integrieren. Das heißt, die Interaktion mit den Zuschauern ist echt richtig mies, was ziemlich scheiße ist. Gut, dann Twitch mit der Begrenzung hat auch Nachteile. Dafür ist der Chat dann wiederum Bombe und. Und ja, man muss sich halt irgendwie dann entscheiden. Gut, jetzt habe ich mich für Twitch entschieden, habe einen Vertrag unterschrieben und was passiert? Ey, YouTube Gaming will jetzt hier groß durchstarten. Wäre jetzt nur der Hammer, wenn jetzt alle möglichen anderen großen YouTuber auf Twitch hüpfen würden, auf YouTube hüpfen würden und ich dann wieder hier hänge und denke so, gut, Twitch ist jetzt nicht so klein, dass das so passieren sollte. Aber wer weiß, kann ja trotzdem sein. So, die letzten 4 Packs in diesem 50 Euro. Und dann kommen noch 3 weitere Videos und dann haben wir den Tausender durch. Und bisher, ja, jetzt hier kommen wir so eine etwas größere, ich sag mal, Durststrecke. Zu Recht, wenn man das so sagen darf. Was wäre, wenn du Messi ziehst? Willst du danach nie wieder was ziehen? Doch. Ach, bei dir ist das okay, oder? Ja, schon, bei mir schon. Weil? Ich weiß nicht, weil ich so viel Pech gehabt habe über die Jahre. Über die Jahre? Wo hast du über die Jahre so viel Pech gehabt? Du hast dein Team dauernd abgestoßen. Du warst die FIFA Whore Ever. Ja, wohl stimmt. Ja. Ja, gut, stimmt. Vor allen Dingen, du hast auch wirklich, du hast den krasseren Glauben an gute Spieler. Wie meinst du das? So, du hängst wirklich, jetzt in dem Pack ist Messi, jetzt in dem Pack. Also, ich weiß nicht, ich will noch nicht mal Messi haben. Also, was? Alter, ich geil aber jeden Pack. So wie ihr das macht, diese Massenanfertigung davon Packs, könnte ich gar nicht, Alter. Ich will das genießen, die Scheiße. Ich freue mich schon so lange auf die Packs. Also ich hätte mich mehr... Gut, klar, Messi ist halt der teuerste Spieler. So, gar keine Frage. Oder der beste Spieler in FIFA von der Wertung her. Hättest du Ronaldo gehabt? Hä? Hättest du Ronaldo gehabt? Ich glaube ja. Also ich mag Ronaldo eher als Messi im Spiel. Oder auch so. Okay. So. Aber wir machen jetzt hier mal Feierabend. Ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss. Hau rein, Leute. Ciao, ciao.